Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Dieser Podcast wird Ihnen vom GBI, Großhamburger Bestattungsinstitut, präsentiert. Dem Hamburger Original für den konkreten Trauerfall und für die Bestattungsvorsorge. Wenn die Welt auf einmal stillsteht, helfen wir vom GBI Ihnen individuell und zuverlässig. Mit der einzigartigen GBI-Bestattungsvorsorge regeln Sie zudem rechtzeitig alles für ein gutes Ende und erhalten von uns eine zeitlich unbegrenzte Preisgarantie. GBI, 15 Mal in und um Hamburg und jederzeit unter gbi-hamburg.de. Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt Crime Podcast, dem Tod auf der Spur vom Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt und natürlich ist heute auch wieder hier Klaus Püschel, Rechtsmediziner in Hamburg, ein Mensch, der super viele spannende Geschichten zu erzählen hat. Man kann auch sagen, er hat unglaublich viele Leichen im Keller. Ja, gute Einführung. Also inzwischen Senior-Professor und als solcher vermutlich wirklich, weil der Älteste auch der mit den meisten Toten. Heute wollen wir in diesem Podcast einen Fall schildern, zu dem die Überschrift passt: Tod oder doch nicht? Wie geht das denn? Ja, Tod ist Tod. Ja, das wollen wir ja jetzt erzählen. Plötzlich bewegt er sich, ganz dezent nur und kaum wahrnehmbar, nach Stunden, in denen kein Lebenszeichen auszumachen war. Wie tot hat der Körper bis eben noch dagelegen, kalt, blass, die Pupillen starr und ohne, dass ein Puls zu tasten wäre. Eine Atembewegung war ebenfalls nicht zu sehen und nun also hat dieser vermeintlich Verstorbene sein Bewusstsein wiedererlangt an diesem Ort, wo sonst nur die Toten ruhen, nämlich in einer Leichenhalle. Oh, das klingt gruselig und ein bisschen nach Horrorfilm. Ja, aber das ist Gerichtsmedizin. Scheintot und lebendig begraben. Seit Jahrhunderten geht die Angst um vor dieser entsetzlichen Aussicht, bei lebendigem Leib im Sarg zu landen, in der Kühlkammer oder sogar in der Erde oder im Krematorium. Doch was tun, wenn es dunkel um einen ist und wenn die Hilferufe ungehört bleiben oder wenn einem die Stimme versagt? Um sicherzustellen, dass jeder, der fälschlich für verstorben erklärt wurde, doch noch von den vermeintlich Toten auferstehen kann, hat der spätere Charité-Direktor Christoph Wilhelm Hufeland im Jahre 1791 war das schon Mittel und Wege für einen Weg zurück ins Leben ersonnen. Dieser Mediziner setzte auf beheizte Leichenhäuser einen Seilzug am Fuß der möglicherweise oder auch sicher Verstorbenen und ein rettendes Glöckchen. Hey Bettina, Leichenhäuser, die beheizt sind, wir brauchen da Kühlräume. Ja, der wollte aber, dass sie es schön kuschelig haben, wenn sie doch aufwachen wollten. Ja, und mit diesem Seilzug am Fuß und dem rettenden Glöckchen, das war der Mechanismus, sollte Folgendes erreichen: wohl dem, der jetzt mit den Zehen wackeln kann, so dass es läutet, wenn jemand von den Aufgebahrten ins Leben doch noch zurückkehrt. Andere vertrauten darauf, dem Verblichenen eine Feder oder einen Spiegel vor Mund und Nase zu halten und zu beobachten, ob sich doch noch etwas regt. Und wieder andere erprobten stark reizende Aromastoffe unter der Nase oder den Aderlass. Alles Sachen, die heutzutage überhaupt nicht mehr angewandt werden? Also als Rechtsmediziner ist mir diese Problematik wohl bekannt. Ich habe auch diese sogenannten Lebendproben schon diverse Male praktiziert, weil Einzelne eben doch ungewöhnlich ängstlich waren. In der Praxis ist das allerdings nach meiner Überzeugung kein reales Problem, kein Thema heute. Aber jetzt wurde ja auch an den Särgen getüftelt. Erzähl mal, wie das war. Ja, also man hat ja eben viele
viele Dinge ausprobiert. An den Särgen hat man zum Beispiel versucht, Fenster einzubauen, auch Luftlöcher, ja, dann Klingelzüge oder es gab auch Särge mit Klappspaten als Zubehör. Dann sollte derjenige sich selber ausgraben, wieder? Sozusagen, ja. Und also der sollte sich irgendwie bemerkbar machen können und sich irgendwie helfen können. Mancher, der Zweifel hatte, dass er richtig tot begraben wird, der verfügte in seinem Testament einen sogenannten Pulsaderschnitt oder in Extremfällen sogar einen Herzstich. Dabei wurde dann ein spitzer Gegenstand, ein Instrument zwischen die Rippen ins Herz gestoßen. Oder es wurden die Pulsadern eben aufgeschnitten am Handgelenk. Nach einer solchen Prozedur war dann natürlich niemand mehr am Leben, wenn er begraben wurde. Das war sozusagen todsicher. Und von manchen berühmten Persönlichkeiten ist bekannt, wie intensiv sie sich mit dem Scheintod befasst haben. Etwa der Schriftsteller Edgar Allan Poe, der selber prägend für die Genre der Kriminal- und der Horrorliteratur war, der bezeichnete die Aussicht, womöglich lebendig begraben zu werden, als, Zitat, die gefährlichste unter den Qualen, die das Schicksal einem Sterbenden zuteilen kann. Ja, und der Schriftsteller Mark Twain schilderte in seinen Reiseberichten Vorrichtungen aus einem Münchner Totenhaus, die er dort gesehen hatte. Und mit diesen Vorrichtungen wurden vermeintliche Leichname in die wurde denen die Möglichkeit verschafft, nach dem Erwachen um Hilfe zu klingeln. Und unter anderem Alfred Nobel verfügte testamentarisch, dass aufs Genaueste geprüft werden müsse, ob er wirklich tot sei, bevor er dann bestattet werden könne. Edgar Allan Poe fand das übrigens nicht gefährlich, sondern grässlich, diesen Gedanken. Habe ich etwa falsch zitiert? Oh, nicht gut. Ja, Kleinigkeit. Also dieses Thema war außerordentlich präsent in den damaligen Zeiten. Und der Scheintod hat dann auch Einzug gefunden in berühmte Werke der Literatur. Du hast hier schon einige Herrschaften zitiert. Es gilt aber auch sogar für die Märchen der Gebrüder Grimm. Denn wer kennt nicht die Geschichte von Schneewittchen, die im gläsernen Sarg aufgebahrt wird, weil die Zwerge glaubten, sie sei eben schon gestorben, nachdem sie diesen angeblich vergifteten Apfel genommen hat. Der Scheintod ist tatsächlich offenbar eine der Urängste des Menschen. Und im Mittelalter und auch noch im 16. bis 19. Jahrhundert war die Furcht davor noch deutlich massiver als heute. Es kursierten auch Geschichten von Untoten und von Zombies. Ja, Zombie-Geschichten gibt es übrigens ja heute auch noch. Das weiß ich vor allen Dingen aus meinen Erfahrungen mit Fällen in Afrika. Und das gilt dann ja vor allen Dingen auch für Hawaii, diese Zombie-Geschichten. Tatsächlich ist in Zeiten, in denen zum Beispiel die Angst vor Epidemien und Ansteckung groß war, ist durchaus vorgekommen, dass ein vermeintlich Toter nicht mehr wirklich aus der Nähe angesehen oder gar untersucht wurde. Das erinnert mich ein bisschen an die Corona-Probleme. Da haben übrigens einige Bundesländer ausdrücklich verfügt, dass Tote in einen Plastiksack gepackt werden und dann auch gar nicht mehr angeschaut werden sollen. Mir ist aber nicht bekannt geworden, ob es da auch ein Scheintodproblem gegeben hat. Naja, die waren ja auch im Plastiksack. Es ist gut denkbar, dass damals. Also jetzt redest du wieder vom Mittelalter und ja, bis zum 16., 19. Jahrhundert? Genau. Also dass damals, als tatsächlich die Untersuchungsmethoden für Tote und die Definition der sicheren Todeszeichen noch nicht so klar war, dass damals möglicherweise tatsächlich Menschen verscharrt wurden, die noch lebten. Jedenfalls war die Angst riesengroß. Ja, und wie sieht es heute aus? Heute gibt es so etwas kaum noch oder sogar gar nicht mehr?
Was sagst du dazu, Klaus? Ja, gibt's doch noch. Obwohl die Diagnose Tod diejenige ist, die die Ärzte am besten können, um das mal etwas zugespitzt zu formulieren. Es handelt sich bei dem Scheintod heute um ein höchst seltenes Phänomen. Bei 800.000 Toten etwa in ganz Deutschland pro Jahr liegt die Anzahl der Fälle im einstelligen Bereich, bei denen solche tief bewusstlosen Personen vorübergehend wie Tote behandelt werden. Im Krankenhaus werden diese vermeintlich Verstorbenen manchmal ins Totenzimmer gebracht oder bereits in die Leichenhalle. An Unfallorten mit Schwerverletzten werden scheinbar Tote abgesondert und Bestattungsunternehmen übergeben. Ich kenne auch einzelne Situationen, bei denen dann Selbstmörder in der Wohnung liegen und weil der Abschiedsbrief daneben liegt, gar nicht mehr genau untersucht werden. Kommen wir doch nochmal zu den Fällen, wenn die Leute dann in die Leichenhalle gebracht werden. Also nicht, wie es eigentlich sein sollte, im Notarztwagen ins Rettungszentrum. Das ist ja wirklich eine gruselige Vorstellung. Na klar. Aber um es nochmal ganz klar zu sagen, das kommt extrem selten vor. Sehr, sehr gut und auch einigermaßen beruhigend. Ja, ich finde, das sollte uns wirklich heute nicht mehr beunruhigen. Die Diagnose Tod wird ganz überwiegend sichergestellt. Ja, wir kommen ja auch noch auf die besonderen Kasuistiken zu sprechen. Es gibt auch Situationen, bei denen die Feststellung des Todes stattfindet durch Profis, zum Beispiel durch den Rettungsarzt oder den Hausarzt. Das kommt aber leider gelegentlich auch voreilig durch Rettungssanitäter vor, sodass dann der Arzt zunächst einmal gar nicht dazugezogen wird. Später hinzukommende Personen bemerken dann aber doch noch geringe Lebenszeichen, zum Beispiel Bestatter. Nach meiner persönlichen Erfahrung sterben diese Personen allerdings kurze Zeit später nahezu regelmäßig, dann wirklich richtig tatsächlich. Aber nicht wegen der falschen Behandlung, nenne ich es mal vorher, sondern weil sie ja sterbenskrank waren. Ja, die haben eine sehr, sehr schwere Grundkrankheit, sind in eine tiefe Bewusstlosigkeit verfallen und sind tatsächlich dann nochmal etwas wacher geworden, haben Lebenszeichen gezeigt und sterben dann aber an ihrem schlimmen Leiden. Es gibt also noch weniger Fälle, extrem seltene Fälle, in denen sich Menschen so weit erholen, dass sie normal weiterleben können. Mir ist aus aktueller Zeit dann kein Fall mehr bekannt geworden, bei dem ein Toter in der Kühlzelle oder in der Leichenhalle oder im Krematorium wieder erwacht ist. Also heutzutage sind das eher Schauermärchen. Beim sogenannten Scheintod handelt es sich doch um einen Zustand tiefer Bewusstlosigkeit, bei dem der Körper völlig leblos erscheint, oder Klaus? Ja, dieser Schwebezustand wird als Vita Minima bezeichnet, also Leben auf niedrigstem Niveau, aber eben doch noch Leben. Das Herz schlägt noch, ganz schwach, ganz langsam. Atmung findet noch statt, ebenfalls sehr langsam, sehr flach, so dass man also Ausschläge am Brustkorb nicht sieht, dass man nichts tastet. Also auch für Mediziner nicht sichtbar oder tastbar? Also bei einer üblichen Untersuchung nicht. Wenn man technische Untersuchungsmethoden hinzuziehen würde, also zum Beispiel ein Ultraschallgerät oder ein EKG, dann würde man allerdings etwas bemerken oder auch wenn man tatsächlich in den Atemwegungen Messungen macht, Atemwegen, dann würde man dort tatsächlich einen Luftfluss
feststellen können und Veränderungen der Konzentration von Sauerstoff und Kohlendioxid. Und wie ist es jetzt bei diesem Vitaminima, von dem du vorhin erzählt hast, wie ist es mit den Pupillen und der Haut eines solchen Menschen? Naja, die Pupillen sind weit und lichtstarr. Die Haut ist blass und kühl. Die Person liegt völlig reglos da. Sie ist natürlich nicht ansprechbar. Und dann auch nicht, auch ohne Reflexe, ne? Also, so viel habe ich ja jetzt verstanden. Und der Körper ist möglicherweise auch schon abgekühlt? Natürlich, weil nur dann tatsächlich auch die Aufmerksamkeit nachlässt, wenn der Körper noch ganz warm ist. Dann erfolgen die Untersuchungen eher gründlicher. Also die Auskühlung ist ein wichtiger Aspekt. Möglicherweise erscheint der Körper dann auch etwas steif, wenn er so kalt ist wie bei einer beginnenden Leichenstarre, obwohl man das in der Realität nicht verwechseln kann, ehrlich gesagt. Der Laie schon. Manchmal gibt es im Bereich der Haut auch Durchblutungsstörungen, so mit hellen Zonen und rötlichen Zonen. Rötliche Flecke entstehen da. Manchmal ist das auch mehr so girlandenförmig, diese Blutverteilungsstörungen. Und erinnert an tatsächlich Pflanzen. Man spricht dann auch von sogenannten Kirchhofrosen. Bei einem Sterbenden, aber nicht bei einem bereits Toten. Für den erfahrenen Mediziner, der hier gründlich und genau untersucht, ist das aber eindeutig abzugrenzen von richtigen Leichenflecken. Das ist eigentlich kein Problem. Du hast das vorhin schon angedeutet, ich frage aber nochmal nach, würde man in einer solchen Situation der tiefen Bewusstlosigkeit technische Untersuchungsmethoden einsetzen? Könnte man demnach also ohne weiteres ein EKG registrieren und eine Atmung mit langsamer Frequenz. Das habe ich richtig verstanden, oder? Ja, absolut. Mit technischen Untersuchungsmethoden kann man das klar differenzieren, um das so nochmal zu sagen. Fälle von Scheintod sind deswegen auch wirklich sehr, sehr selten. Das habe ich ja schon betont. Im Gegensatz zu früheren Zeiten sogar extrem selten und kein prinzipielles Problem ärztlicher Diagnostik heutzutage bei der Leichenschau und Todesfeststellung. In den Fällen, in denen das doch nochmal vorkommt, dass tatsächlich bei der Todesfeststellung ein Fehler sich einschleicht, da kann man schon sagen, dass die einzelnen Ärzte grob nachlässig untersucht haben, oberflächlich. Oder der Arzt ist gar nicht mehr hinzugezogen worden und Rettungssanitäter haben die Diagnose gestellt, die ja etwas weniger Erfahrung haben. Insbesondere eben auch oberflächlich agierende Sanitäter, unerfahrene Personen. Und in der gesetzlichen Praxis wäre es eigentlich auch gar nicht zulässig, dass ein Rettungsassistent den Tod eines Menschen feststellt. Das ist eindeutig eine ärztliche Aufgabe. Rettungssanitäter dürfen das nur, wenn der Tod völlig eindeutig ist. Zum Beispiel also bei einer Zugüberfahrung, wenn der Körper zerteilt ist, sozusagen der Kopf daneben liegt oder bei weit fortgeschrittener Leichenfäulnis. Wir wollen jetzt mal zu Fällen kommen. Wir haben ja vorhin gesagt, das ist also wahnsinnig selten, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Aber es gibt doch Fälle, von denen es zumindest angenommen wurde und die dann auch tatsächlich geschehen sind. Wir fangen mal an mit einem, wie ich finde, wirklich spektakulären Fall aus den 1930er Jahren, der in Frankreich erzählt wird. Und die Geschichte geht so, dass ein junger Mann einen schweren Verkehrsunfall erleidet, bei dem er mit dem Kopf voran gegen eine Ziegelmauer katapultiert wird. Die Ärzte können bei dem jungen Mann nach diesem Unfall keinen Puls finden und der 19-Jährige wird nun für tot erklärt. 3 Tage später wird er in seinem Heimatort Ort beerdigt und wiederum 2 Tage danach, so wird es zumindest erzählt, lässt eine Versicherung, die genaue Erkenntnisse über die Todesursache und die Todesumstände erlangen will,
seinen Körper exhumieren? Na, also drei Fragezeichen, ob das in dieser Art und Weise plausibel ist, das zweifle ich an. Ich kann mir das so nicht vorstellen, aber du weißt vermutlich noch mehr über den Fall. Ja, natürlich die Geschichte noch weiter. Als der junge Mann exhumiert wird, stellen Gerichtsmediziner fest, dass sein Körper noch nicht ausgekühlt ist. Der Mann habe wegen seiner schweren Kopfverletzung in einem so tiefen Koma gelegen, dass sein Sauerstoffbedarf und auch andere Körperfunktionen erheblich reduziert waren, heißt es. Die Vita Minima, von der du ja vorhin auch schon erzählt hast, die habe ihm erlaubt, 2 Tage unter der Erde weiterzuleben. So, nun wird also dieser, ich nenne es mal von den Toten auferstandene Mann operiert. Mehrere Operationen können das Leben retten und sein schauriges Erlebnis verarbeitet der Franzose nun in einer Erfindung. Niemand, hat er sich vorgenommen, soll das gleiche Schicksal erleiden müssen wie er. Und nun konstruiert er einen Sicherheitssarg. Und da drin ist eine Beatmungsvorrichtung und ein Signal, das nach außen schallt. Außerdem ist das Behältnis mit dicken Polstern ausgelegt, damit man es gegebenenfalls gemütlich hätte. Es enthält einen Lebensmittelschrank, eine chemische Toilette, Licht, ja, und tatsächlich Bücher. Als wenn ein Zeitvertreib mit Lektüre das vordringlichste Problem wäre, würde man lebendig begraben. Um das klar zu sagen, derartige Fallberichte sehe ich sehr, sehr kritisch. Ein Leben, auch eine Vita Minima, also völlig ohne Sauerstoff beziehungsweise ohne Frischluftzufuhr, ist undenkbar. Und nehmen wir mal an, dieser Boden, in dem er bestattet wurde, wäre total locker und die hätten sich nicht die Mühe gemacht, ausreichend tief zu buddeln? Also geht nicht. Der ist in einer Holzkiste und darüber ist Erde und da geht nicht ausreichend Sauerstoff durch. Der dargestellte Fall entstammt ja auch nicht der wissenschaftlichen Literatur, sondern das handelt sich um eine Schilderung medizinischer Laien. Ich glaube, da gibt's eine gewisse Legendenbildung. Prinzipiell aber gehört schon ein schweres Schädelhirntrauma, wie es bei dem 19-Jährigen nach dem Motorradunfall geschildert wird, durchaus zu den Voraussetzungen, die Diagnose eines Scheintodes begünstigen. Also das würdest du schon unterschreiben, oder? Ja, das trifft zu. Weil man davon ausgehen muss, dass ein Trauma mit derartigen Kopfverletzungen nicht zu überleben ist. Dann erfolgt die Untersuchung möglicherweise oberflächlich. Also weil er solche schweren Kopfverletzungen hat, schaut man gar nicht mehr richtig hin und bleibt inkonsequent im Hinblick auf die sicheren Todeszeichen. Wir Rechtsmediziner hier in Hamburg, die wir jedes Jahr etwa 30.000 Tote sehen, erleben es allerdings nur alle paar Jahre einmal, dass die Todesfeststellung vorschnell erfolgt ist. Ich habe früher in Vorlesungen zuweilen von einem Fall aus den 1960er Jahren erzählt, als ein Sektionsgehilfe im Vorraum der Leichenhalle noch Lebenszeichen bei einem eingelieferten Scheintoten bemerkt hat. Ja, und was passierte dann? Naja, als der Sektionsgehilfe da aufmerkt, folgt dann sofort ein Rettungseinsatz der Anästhesisten des Universitätsklinikums. Die eilen also in die Rechtsmedizin und es ist ihnen allerdings dann nicht gelungen, Kreislauf und Atmung wiederherzustellen. Der Patient, nenne ich ihn mal so, verstarb jetzt richtig und endgültig unter den laufenden Reanimationsbemühungen. Dies hielt ich jahrzehntelang für ein weitgehend einmaliges Geschehen und habe es eigentlich nie oder lange Zeit besser nicht richtig geglaubt, dass Scheintodsituationen für einen Rechtsmediziner real noch vorhanden sein könnten, bis ich dann selber mal mit einem solchen Fall ganz konkret befasst war. Erzähl. Ja, wir befinden uns im Jahre 2002.
Eine 83 Jahre alte Dame bricht in Hamburg-Logstedt an einer Bushaltestelle zusammen. Das ist gar nicht weit weg vom Institut für Rechtsmedizin, sozusagen nur um drei Ecken. Der Rettungswagen aus dem Universitätsklinikum Eppendorf ist deswegen auch sehr schnell vor Ort und die Rettungsmaßnahmen laufen hochprofessionell ab, nach allen Regeln der Kunst mit Herzdruckmassage, Beatmung und Defibrillation. Das Ganze wird 17 Minuten lang durchgeführt, dabei registriert der Notarzt im mitlaufenden EKG schließlich über längere Zeit eine Nulllinie, also eine Nulllinie im EKG. Und das ist doch dann bestimmt der Zeitpunkt, an dem er seine Rettungsmaßnahmen abbricht und die Seniorin für tot erklärt, oder? Genau, so ist es in der Regel und so war es auch in diesem Fall. Die alte Frau wird dann mit dem Rettungswagen, also mit dem Wagen des Notarztes sozusagen, ins nahegelegene Institut für Rechtsmedizin transportiert. Die Frau wird per Fahrstuhl in die Leichenhalle, ja, im Keller verbracht. Seit der Todesfeststellung sind jetzt, weil das so dicht beieinander liegt, eben nur 33 Minuten vergangen. Bei der Übergabe der scheinbar toten Frau an die Mitarbeiter des Instituts für Rechtsmedizin bemerken die Rettungssanitäter jetzt und auch die Sektionsassistenten, dass sich der Brustkorb der scheinbar Toten ganz leicht hebt und senkt. Man kann jetzt... Gruselige Vorstellung, oder? Ja, oder bizarr. Das war das dann sogar noch so unter einer Decke. Man, da wird ja so ein weißes Tuch drüber gedeckt und das kam dann eben ganz dezent rauf und runter. Und dann hat man das angelüftet. Das kann man sich richtig so bildlich vorstellen. Man kann dann jetzt beim genauen Abhorchen auch einen sehr langsamen Herzschlag feststellen. Daraufhin wird, wie üblich, die Rettungskette alarmiert. Es werden Anästhesisten und Rettungsmediziner des UKE verständigt. Im Institut wird der diensthabende Arzt schnellstmöglich herbeizitiert. Ja, und das bist in diesem Fall nun ausgerechnet du gewesen. Ja, in der Tat, wie sich das für einen Institutsdirektor gehört. Allzeit bereit. Genau, ich war im eigenen Institut unterwegs, im Flur im Erdgeschoss, ganz in der Nähe. Als aus dem Bereich der Rezeption der Hinweis auf diese scheintote Frau im Keller kommt, man weiß natürlich noch nicht genau Bescheid, aber mir wird der Hinweis gegeben, ich werde jetzt dringendst gebraucht, also Chef ab in den Keller. Ich eile nach unten und sehe dann auf einen Blick, dass bei der Patientin der Beatmungstubus glücklicherweise noch liegt. Über dieses Gerät findet jetzt eine erneute Beatmung mit dem Beatmungsbeutel statt und die Rettungssanitäter führen dann parallel dazu eine Herzdruckmassage durch. Diese wird auch zeitweise von mir übernommen. Zugleich wird von mir auch noch die liegende Infusion aktiviert. Also ich habe sozusagen dann eine Tote beatmet, habe Herzdruckmassage gemacht und eine Infusion angeschlossen, war alles aber gut vorbereitet. Ja, und wie lange wart ihr nun allein in dieser Situation, bis die Rettungsmannschaft des UKE eintraf? Na, hier funktioniert das Alarmierungssystem natürlich sehr gut. Also innerhalb von 6 bis 7 Minuten waren die Notfallmediziner vor Ort und haben dann sofort die Patientin übernommen. Sie sind auch weiterhin erfolgreich. Die 83-Jährige wird von ihnen mitgenommen in die Notaufnahme und dann tatsächlich lebend auf die Intensivstation gebracht. Hier erfolgen die weitergehenden Maßnahmen. Immer weiter Beatmung, dann Herz- und Kreislaufstützende Medikamente und Infusionen. Man stellt jetzt fest, dass die Frau einen schweren Herzinfarkt erlitten hat, die Herzfunktion erlahmt zunehmend. Schließlich verstirbt die Seniorin 6 Stunden später nach einem jetzt irreversiblen Herz-Kreislauf-Versagen. Für einen Rechtsmediziner
ist das eine sehr ungewöhnliche Situation. Ja, ich stelle mir das gerade so vor. Ich meine, wir reden von einer Situation praktisch im Keller der Rechtsmedizin und normalerweise haben deine, ich nenne es mal Patienten, ja keine Eile. Und nun bist du in einer vollkommen anderen Situation. Das ist surreal. In der Leichenhalle habe ich wirklich schon Tausende von Toten untersucht. Eine erfolgreiche Reanimation bei einem Scheintoten in den Räumen des Instituts habe ich allerdings nur dieses eine Mal praktiziert. Ja, und wie läuft diese Reanimation nun ab? Ich meine jetzt nicht technisch, sondern handelt man da quasi instinktiv oder ist das eine befremdliche Situation, in dem du dich jetzt erstmal, ich sag mal, sortieren musstest? Naja, also ich bin ja dafür geschult durch mein Studium und auch durch regelmäßige Erste-Hilfe-Kurse. Wir bereiten uns auch im Institut für Rechtsmedizin immer wieder auf solche Situationen vor. Wir müssen schon mal damit rechnen, dass auch Angehörige eventuell im Angesicht des Todes kollabieren, also Institutsfremde. Deswegen sollten wir medizinische Maßnahmen zur Ersten Hilfe immer parat haben, auch entsprechende technische Geräte. Naja, und im ersten Moment denkt man dann auch nicht weiter darüber nach. Es geht ja jetzt nur darum zu reanimieren. Die Routine läuft ab. Professionelle Routine, ne? Ja, klar. Im Nachhinein ist das eine schaurige Vorstellung, aber natürlich auch total interessant. Ja, stell dir nochmal vor, im Vorraum vor der Kühlzelle, in der sonst ausschließlich Tote liegen, also jederzeit 60 bis 100 Tote, da wird dann eine Person erfolgreich reanimiert und ich kann mich selber dabei noch ja, sinnreich betätigen. Und wie geht das jetzt weiter mit dieser Frau? Die wird reanimiert, ins Krankenhaus dann gebracht, aber leider ist sie dann doch verstorben? Ja, ich habe später diesen Fall selbst näher untersucht. Die Frau hatte einen sehr, sehr ausgedehnten Herzhinterwandinfarkt und zwar infolge einer Blutgerinnselabscheidung in der rechten Herzkranzarterie. Das Herz der Frau war deutlich vergrößert und vorgeschädigt durch vorangegangene Infarkte. Ja, das klingt auch für mich als medizinischen Laien so, als wäre sie so oder so nicht mehr zu retten gewesen. Aber was mir überhaupt nicht klar ist, was hatte denn nun für ihr plötzliches Erwachen aus diesem Scheintod gesorgt? Was ist da medizinisch abgelaufen? Ja, im medizinalen Bereich spricht man von einem sogenannten Lazarus-Phänomen. Ja, Lazarus ist ja der Mann, der von den Toten aufgeweckt wurde durch Jesus. In der Medizin bedeutet das, dass bei einem Herzen, welches schon stehen geblieben ist, der Herzschlag noch einmal neu einsetzt, wenn jetzt sauerstoffreiches Blut an den sogenannten Sinusknoten gelangt. Das ist das Reizleitungszentrum, Reizbildungszentrum im Herzen. Dieser Sinusknoten liegt im rechten Herzvorhof im Einmündungsbereich der oberen Hohlvene. Wenn dann beim Abtransport einer scheintoten Person durch die Bewegung des Körpers, wenn der Körper also von den Mitarbeitern des Bestattungsunternehmens angepackt wird und in den Sarg verbracht wird. Also wenn diese Bewegungen stattfinden, dann kann das so sein, dass im Herzvorhof noch einmal vergleichsweise sauerstoffreiches Blut in den Bereich des Sinusknotens schwappt und dass das Herz dann wieder anfängt zu schlagen. Also so praktisch so als Reizauslöser dann? Ja, Reizauslöser ist diese Transportmaßnahme, das Bewegen des Leichnams und das ist bis zu etwa 10 Minuten nach Einsetzen des Herzstillstands theoretisch noch möglich. Gibt es weitere solche Fälle aus Hamburg, von denen du noch berichten kannst? Einzelne weitere Fälle sind in der Tat vorgekommen. Beispielsweise machte ein Hamburger Kassenarzt im Notarztdienst beim Anlegen eines EKG den für mich völlig unverständlichen Fehler, dass er deformierte Ausschläge in der EKG-Aufzeichnung
für Impulse eines weiterlaufenden Herzschrittmachers hielt. Wie soll man das? Dann also das Herz ist stehen geblieben und nur noch der Schrittmacher leitet die Impulse oder gibt die Impulse. Okay, also er dachte, das Herz schlägt nicht mehr, der Schrittmacher arbeitet und das hat er missverstanden und deshalb eine falsche Diagnose gestellt. Ja, so ungefähr. Auf ausdrückliche Nachfrage der eingesetzten Rettungsassistenten beharrte der Arzt auf seiner Einschätzung und füllte bereits die Todesbescheinigung aus. Es handelte sich nach seiner Diagnose um einen natürlichen Tod aus innerer Ursache. Der Leichnam wurde dann von den Rettungskräften aus der Wohnung getragen, um ihn aus dem Blickkreis der Angehörigen zu bringen. Im Rettungswagen haben die Sanitäter vor dem Abtransport ein eigenes EKG angelegt und hierbei reguläre Herzaktionen festgestellt. Der Mann hatte einen schweren Herzinfarkt erlitten. Wie ging die Geschichte dann zu Ende? Ja, auch der ist nach der Einlieferung ins Krankenhaus dann sozusagen richtig gestorben. Also der hat es auch nicht überlebt. In einem anderen Fall von Scheintod in Hamburg kann eine 52-Jährige im letzten Moment gerettet werden. Du hast mir von diesem Fall erzählt und ihr habt ihn ja auch publiziert. Es ist ein Geschehen aus dem Jahr 1997. Da wird ein Rettungswagen zu einem Einsatz geschickt unter dem Stichwort Notfall, Tür verschlossen. Als Feuerwehr, Polizei und die Besatzung eines Rettungswagens die Tür zur Einzimmerwohnung der Frau öffnen, finden sie die Mieterin neben dem Bett auf dem Fußboden vor, nur mit einem Nachthemd bekleidet. Die Patientin liegt auf dem Rücken, ihr Kopf ist überstreckt. Die Haut an Armen und Beinen ist weißbläulich, marmoriert. Der Körper kalt und starr und einer der Rettungskräfte hat dann notiert, diese Auffindesituation wie bei einer älteren Leiche. Er hat es eben nicht richtig verstanden, Bettina. Das waren die sogenannten Kirchhofrosen, über die wir ja schon gesprochen haben. Ja, du hast es vorhin erzählt, genau. Und die Pupillen sind in diesem Falle weit und reagieren nicht auf Licht. Atemgeräusche oder Atembewegungen sind nicht wahrzunehmen. Der Puls am Hals ist nicht tastbar. Das sind aber alles unsichere Todeszeichen. Fälschlich gehen beide Rettungssanitäter aber von sicheren Todeszeichen aus. Auf einen Versuch, die Frau zu reanimieren, verzichten sie völlig. Diverse leere Tablettenpackungen neben der Hamburgerin legen jedenfalls für die Rettungssanitäter einen Suizid, und zwar einen erfolgreichen Suizid durch eine Intoxikation nahe. Ja, dann gab es ja sogar noch einen Abschiedsbrief, ne? Genau, das hat die sicherlich auch sehr defensiv handeln lassen. Dieser Abschiedsbrief liegt auf einem Tisch, nicht weit entfernt vom Leichnam. Und die Frau hat da Folgendes aufgeschrieben. Ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. So heißt es. Und dann weiter. Ich glaube, es ist besser, wenn dann niemandem hierdurch eine Last entsteht. Ich will niemand zur Last fallen. Ich habe keine Kraft mehr. Bitte nicht reanimieren. Ja, da haben die Rettungsmediziner das dann ja auch entsprechend gemacht. Außerdem hatte die Frau ja noch verfügt, dass sie alle ihre Besitztümer ihrem Lebensgefährten hinterlassen möchte. Und einer der anwesenden Polizeibeamten hat später über diese Frau gesagt, ihr äußeres Erscheinungsbild entsprach für mich dem einer Toten. Aber wie man sich irren kann, denn als wenig später zwei Mitarbeiter eines Bestattungsunternehmens sich um die Frau kümmern, bemerken sie plötzlich deutliche Bewegungen im Bereich des Kehlkopfes, als wollte die vermeintlich Tote etwas herunterschlucken. So haben die das wahrgenommen. Ja, der Mediziner spricht in dieser Situation von einer sogenannten Schnappatmung. Umgehend bringen die Männer die Frau nun in die stabile Seitenlage. Ein Notarzt wird schleunigst benachrichtigt. Dieser leitet weitere Rettungsmaßnahmen ein. Die Frau wird intubiert und beatmet. Und nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus
erholt sie sich tatsächlich rasch. Also das wäre jetzt wirklich mal ein Fall, nachdem wir jetzt ja mehrere geschildert haben, wo diese Wiederbelebung nur für sehr kurze Zeit gelungen ist und dann die Patienten wirklich verstorben sind. Hier ist es tatsächlich gelungen. Ja, in der Tat ist der einzige Fall in dieser Konstellation, den ich kenne. Also die Frau hat das ganz gut überlebt. Ein Ermittlungsverfahren gegen die Rettungsassistenten, um das diese selber explizit gebeten haben. Die haben also eine Selbstanzeige gemacht. Dieses Ermittlungsverfahren wird später eingestellt. In dem Beschluss der Staatsanwaltschaft heißt es, es sei nicht objektiv feststellbar, dass die Beschuldigten nach ihren persönlichen Kenntnissen und Fähigkeiten ihren Irrtum bei der Todesdiagnose hätten vermeiden können. Das ist nun allerdings so ein bisschen Blaupause, dass die Rettungssanitäter nicht bestraft werden. Also kritisch sollte man in dieser Situation schon sein, denn die Rettungssanitäter haben eindeutig voreilig geurteilt. Gut, die Staatsanwaltschaft hat das so entschieden, wie du es ja eben geschildert hast. Der Fall von dieser 52-Jährigen geht aber noch weiter, denn 5 Jahre nach ihrer Rettung rufen besorgte Nachbarn erneut Rettungsmediziner in die Wohnung, in die Wohnung der Frau, die ist jetzt 57 Jahre alt inzwischen. Wieder liegt sie in Rückenlage, doch diesmal allerdings ist der Fall eindeutig. Der Körper weist bereits erste Anzeichen von Fäulnis auf und es gibt keine Anhaltspunkte, die gegen einen natürlichen Tod sprechen. Es folgt auch keine Sektion. Wie ist das, wie beurteilst du das? Das ist ein absolut sicheres Todeszeichen gewesen, nachdem du ja vorhin von unsicheren Todeszeichen gesprochen hast. Ja, das war jetzt völlig eindeutig. Fäulnisveränderungen gehören zu den sicheren Todeszeichen. Man spricht da auch von den sogenannten späten Leichenveränderungen. Weitere solche sicheren Todeszeichen sind Leichenstarre und Leichenflecken. Die treten schneller auf. Am ehesten die Leichenflecke bei einem Leichnam so etwa nach 30 Minuten. Und sichere Todeszeichen sind auch mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen, wenn beispielsweise im Extremfall bei einem Verkehrsunfall oder bei einer Zugüberfahrung einem Menschen der Kopf abgetrennt wurde. Unsichere Todeszeichen, lass mich die nochmal wiederholen, das sind unter anderem lichtstarre Pupillen, also keine Reaktion auf einfallendes Licht. Auskühlung des Körpers, ein nicht messbarer Puls, keine wahrnehmbare Atmung, Reflexlosigkeit. Ja, und darauf darf man sich, wie unsere Beispiele zeigen, unter keinen Umständen verlassen. Wir müssen unbedingt sichere Todeszeichen wahrnehmen, wenn wir den Tod eines Menschen feststellen. Ja, und ab wann sind denn die ersten sicheren Todeszeichen zu erkennen? Du hast es vorhin schon kurz angedeutet. Kannst du das noch mal ein bisschen ausführen? Ja, noch einmal etwas systematischer. Die Leichenflecke, die beginnen etwa 20 bis 30 Minuten nach dem Eintritt des Todes. Am besten kann man sie so im oberen Rückenbereich und im Nacken sehen, also jedenfalls in den Körperregionen, die nach unten weisen, die sogenannten abhängigen Regionen. Die Leichenstarre ist als erstes im Kiefergelenk feststellbar und dort ungefähr nach 2 bis 3 Stunden zu ertasten. Sowas sieht man dann ja tatsächlich auch manchmal im Fernsehkrimi, dass der Rechtsmediziner dann am Tatort an den Kiefer greift. Also das ist dann tatsächlich so wie im wissenschaftlich richtigen, echten Leben. Das machen die dann gut im Fernsehkrimi. Ja, im echten Leben mit echten Toten, wenn es dann richtige Ärzte tun. Nochmal zu dem Thema Rettungsmannschaften. Die haben in der Regel nicht die Zeit, eine Stunde oder sogar länger zu warten, bis sichere Todeszeichen vorliegen. Ich habe ja gesagt, Leichenflecke erst nach 20, 30 Minuten. Manchmal noch später. Die werden natürlich dringend dann möglicherweise zu einem nächsten Einsatz gebraucht, ne?
Genau, die müssen dringend zum nächsten Einsatzort hinfahren, um dort eventuell Leben zu retten. Deshalb gilt unter anderem in Hamburg mittlerweile die Regel, dass ein EKG geschrieben und dieses über 10 Minuten auf der Ableitung eine Nulllinie zeigen muss. Also EKG eindeutig überhaupt keine elektrische Aktion für mindestens 10 Minuten. Dann kann vom sicheren Tod ausgegangen werden. Das gilt selbstverständlich nicht notwendigerweise, also dieses Anlegen des EKG, wenn die sicheren Todeszeichen bereits eindeutig sind. Man muss sich bloß damit auskennen, ja, man muss was davon verstehen, das ist wichtig. Ja, und doch auch dann, wenn das Ableben eines Menschen sicher, professionell und vor allen Dingen zutreffend festgestellt wird, kann es noch zu Ereignissen kommen, die einen Beobachter wirklich erschaudern oder auch gruseln lassen. Wenn etwa bei einem viele Jahre späteren Öffnen des Sarges, zum Beispiel bei einer Exhumierung, Unregelmäßigkeiten im Holz des Sargdeckels festgestellt werden, sind dies etwa Kratzspuren eines noch Lebenden gewesen, der um Luft ringend verzweifelt noch versucht hat, seinem engen Gefängnis zu entkommen, bis seine Kräfte erlahmten und er dann, ja, man muss es sagen, jämmerlich erstickte. Aber ich glaube, das sind dann schauerliche Vermutungen, die nicht stimmen. Sehr wahrscheinlich war das Holz von vornherein nicht makellos. Aber es gibt auch weitere Sachen, die einen zumindest nachdenklich machen, oder? Ja, aber die meisten Dinge sind einfach zu erklären. Also wie auch diese Unregelmäßigkeiten da im Holz. Zum Beispiel auch eine verkrümmte Körperhaltung, die an einen schmerzhaften Todeskampf denken lässt, hat eine ganz natürliche Erklärung. Das lässt sich auf Fäulnisprozesse mit Gasbildung und dadurch bedingte Veränderungen der Körperposition zurückführen. Also beispielsweise fallen auch die Hände, die ja meistens vor der Brust gefaltet werden, dann seitlich herab, wenn der Brustkorb anschwillt durch Fäulnisgas. Ein weiteres Beispiel ist das scheinbare Wachsen von Fingernägeln. Da stellt man scheinbar tatsächlich fest bei Verstorbenen im Sarg, aber das weist ebenfalls nicht auf Lebensäußerungen hin. Was ist da tatsächlich die Grundsache? Das sind Vertrocknungsprozesse im Bereich der Fingerkuppen, die dazu führen, dass die Fingernägel dann weiter vorzustehen scheinen. Ja, also man muss insgesamt sagen, es gibt diverse natürliche Prozesse, die zur Vergänglichkeit unseres Körpers dazugehören. Vor allen Dingen die späten Leichenveränderungen und die erklären dann auch Veränderungen im Sarg. Ja, also das siehst du natürlich ganz aus Sicht des Wissenschaftlers, ist ganz klar. Aber du hast auch andererseits Verständnis dafür, wenn es immer noch Menschen gibt, die sich dafür fürchten, sie könnten lebendig begraben werden, oder? Ja, ein gewisses Verständnis habe ich schon dafür. Das ist ja übrigens auch etwas, was mich beruflich schon beschäftigt und ja, manchmal ist das sogar eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Naja, während meiner mehr als 40 Jahre in der Rechtsmedizin bin ich tatsächlich auch mehrere Male gebeten worden, persönlich sicherzustellen, dass Menschen wirklich ganz eindeutig verstorben waren, dass sie also richtig tot waren. Teilweise haben sie das übrigens selber bestimmt, teilweise hatten die Angehörigen daran ein großes Interesse. In einzelnen Fällen wurden ausdrücklich auch technische Untersuchungsverfahren gewünscht und in Einzelfällen habe ich aber auch die früher eingesetzten sogenannten Lebendproben hier angeboten und den Angehörigen darüber rückgemeldet. Ja, wir haben das ja eingangs geschildert. Wir haben da unter anderem diesen sogenannten Pulsaderschnitt erwähnt, der früher öfter angewandt wurde, um einen sicheren Tod festzustellen. Meinst du solche Methoden jetzt?
Das ist ein Beispiel. Ich erinnere mich aber auch an einige Fälle, ja, bei denen andere Maßnahmen eingesetzt wurden. Immerhin, bei mehreren alten Menschen habe ich diesen Pulsaderschnitt durchgeführt. Ich habe mit dem Skalpell die große Schlagader auf der Speichenseite am Handgelenk geöffnet und damit dokumentiert, dass sie sicher nicht mehr pulsierte. Zum Teil habe ich das auch mit Bildern dokumentiert. Und nochmal, einzelne Menschen legen so etwas tatsächlich ausdrücklich als ihren letzten Willen schriftlich nieder. Und nur dann machst du das natürlich auch so. Naja, ich kenne mich ja aus mit Leichenflecken und Leichenstarre und verlasse mich da auf diese sicheren Todeszeichen. Ja. Gut, manchmal findet das auch nicht im Institut für Rechtsmedizin statt. Ich habe das also auch schon beim Bestattungsunternehmer in der Leichenhalle durchgeführt oder ausnahmsweise auch mal in der Leichenhalle eines Friedhofs. Also diesen Pulsaderschnitt beispielsweise? Zum Beispiel. Mhm. Ja, also eingesetzt werden auch andere Methoden, Spiegelmethode, ob der beschlägt, das kann man natürlich auch noch machen. Man kann auch versuchen, Reflexe auszulösen. Aber der Pulsaderschnitt ist eigentlich das bekannteste Mittel zur sicheren Todesfeststellung. Und ich muss sagen, also ich respektiere auch als naturwissenschaftlich denkender Mediziner diesen letzten Willen von Menschen oder ich respektiere auch diesen Wunsch von Angehörigen, die irgendwie innerlich verunsichert sind und die dann meine Kenntnis ganz dankbar wahrnehmen. In gewisser Weise rührt mich das auch. Und es gibt eben Situationen, in denen ich dann gegen die eigene Vernunft einem letzten Willen nachgebe. Das ist ja kein spezielles Problem. Ich kann das machen und ich stifte damit tatsächlich dann Frieden, auch bei den Angehörigen. Und denke, dass ja der Verstorbene sozusagen seinen allerletzten Frieden findet. Ja, aber immer noch treibt viele Menschen die Angst um, bin ich wirklich tot und wie kann man das eindeutig feststellen? Ein besonderer Aspekt ist ja dabei die Hirntoddiagnostik. Hierbei geht es um zwei wesentliche Fragen. Ist das Gehirn wirklich tot und ist damit auch die Person wirklich tot? Viele Menschen können sich das wirklich schlecht vorstellen, weil der Körper noch warm ist und das Herz noch schlägt. Sie verbinden mit dem Herzschlag die Vorstellung vom Leben. Wenn von Vitalität die Rede ist, meint man oft ein gutes, stark schlagendes Herz. Das Absterben des Gehirns kann man äußerlich ja natürlich als Laie nicht ohne weiteres erkennen. Offensichtlich ist dann nur, dass die Person nicht ansprechbar ist und bewusstlos erscheint. Will man den Gehirntod wirklich prüfen, braucht man dafür spezielles medizinisches Verständnis und vorgesehen dafür sind die Neurologen oder die Anästhesisten, oder? Wie ist deine Meinung dazu? Ja, dazu habe ich eine ganz klare Position. Also die Hirntoddiagnose ist keineswegs unsicher. Sie gehört zu den in jeder Hinsicht unzweifelhaften, ja nach meinem naturwissenschaftlichen Verständnis, vollkommen sicheren Methoden, was man ja von diversen anderen medizinischen Prozeduren nicht sagen kann. Ich habe übrigens schon in sehr vielen Fällen nach einer Hirntoddiagnostik anschließend bei der Sektion das Gehirn aus der Schädelhöhle herauspräpariert, in Augenschein genommen und mikroskopisch untersucht. Ja, und das Ergebnis dann? Ich war in allen Fällen absolut sicher, dass die Diagnose richtig war. Man muss in diesem Zusammenhang auch einmal feststellen, dass die Bewusstlosigkeit und auch das sogenannte apallische Syndrom rein gar nichts zu tun haben mit einem regulären Hirntod und mit der Hirntoddiagnose.
Beim Hirntod ist es ausgeschlossen, dass jemand wieder aufwacht. Durch Hirnschwellung ist das Gehirn nicht mehr durchblutet. Also da bestand ein vollständiger Durchblutungsstopp. Und damit sterben die Hirnnervenzellen unwiederbringlich ab. Und alle Hirnfunktionen sind für immer erloschen. Das bedeutet für mich auch ganz klar, so aus naturwissenschaftlicher Sicht, das Ende der Existenz einer Persönlichkeit. Anders ist das allerdings bei einem Bewusstlosen. Deswegen muss man das ja auch so klar unterscheiden und das medizinischen Laien immer wieder klar machen. Oder einem Tiefbewusstlosen oder auch bei einem Scheintoten oder bei einem sogenannten Apallika. Das sind Situationen, in denen es möglich ist, dass sich in einzelnen Fällen Hirnfunktionen auch wieder erholen und die Bewusstseinslage sich wieder gebessert hat. Aber die Hirntoddiagnose, die ist, wie gesagt, absolut sicher. Ich habe in meinem Erfahrungshorizont nie einen Fehler erlebt. Wir sollten vielleicht noch eine Situation heute ergänzen. Die Lehre vom Sterben und von Tod heißt übrigens Thanatologie. Und das Wort kommt von dem altgriechischen Begriff Thanos her, dem Gott des Todes. Was ist denn für dich das Fazit unserer heutigen Geschichte? Na, als erstes muss ich nochmal sagen, dass wir diese Problematik ja in einem unserer Bücher dargestellt haben. Das heißt dann bezeichnenderweise auch, der Tod gibt keine Ruhe. Faszinierende Fälle aus der Rechtsmedizin. Und im Hinblick auf mein eigenes Fazit, um das nochmal ganz klar zu sagen, die Angst vor dem Scheintod und dem lebendig begraben werden, das gehört in die Zeiten früherer Jahrhunderte. Heutzutage kann man sicher sein, wirklich bezüglich der Todesfeststellung. Heutzutage erfolgen in allen zivilisierten Ländern die Untersuchungen im Hinblick auf Sterben und Tod so sorgfältig, dass Fehler eine extreme Rarität darstellen. Also Fazit, wir können wirklich in Frieden ruhen, jedenfalls in dieser Hinsicht. Jedenfalls in diesem Sinne, sonst hätte ich es jetzt auch sonst noch ergänzt. Vielen Dank, das war jetzt wirklich mal ein Ausflug in eine ganz spezielle Teilregion der Rechtsmedizin, auch super spannend. Vielen Dank für heute und vielen Dank an unsere Hörer, dass sie uns so die Treue halten und ich freue mich aufs nächste Mal. Danke, tschüss. Ja, aus meiner Sicht auch tschüss. Ich hoffe, es war genauso spannend wie bei den Kriminalfällen. Also, macht's gut. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.